So, da sind wir wieder. Universität oder Anhaltergruppe, was sind ja Möglichkeiten? Egal, ich mach erstmal hier das Wander-Dingens. Ich hab zwar die Befürchtung, dass das unter Katastrophe endet, aber ja. Ach, die werden dann allein geflogen, oder? Ich das aber richtig gut. Auf Radio Two Point. Die Heilotology-Abteilung der Orbi-Stiftung ist nichts als ein Haufen Hokuspokus, wenn Sie mich fragen. Man muss kein Gehirnchirurg sein, um zu merken, dass Ihre einzige Behandlung aus Gehirnwäschen besteht. Hochdingens, irgendwas. Frakturstation. Die Frakturstation, die brauchen wir. Brauchen wir drüben. Okay, 6x6. Thank you.
erwischt. Das ist schön. So, bitte besudeln Sie sich nicht im Krankenhaus. So. Ein Krankenpfleger wird zur Frakturstation gebeten. Ah, ja. Gut, im Schnell. Ein Meteor. So. Jetzt fahren wir aus der Apotheke weiter. Und nun eine neue Ausgabe von Bickleworths Bewertungen, in der ich das neue Fitnesscenter in Lower Bollocks unter die Lupe nehme, das Knackpo-Studio. Ich habe einen sehr angenehmen Nachmittag in der dortigen Sauna verbracht, aber die Gerüche auf dem Korridor waren nicht nach meinem Geschmack. Kurz gesagt würde ich die Schwitzstube in Crockle Bay vorziehen. Ich wollte eine Einstellung. Ich brauche noch einen Assistenten. Also, wir möchten Patienten bitten, sich entweder zu erholen oder zu sterben. Schwankungen werden nicht toleriert. Das war's. Ja, genau, jetzt sind wir weiter und ja. Klauenerei. Tschö. Da kommt ein Assistent. Zum Beispiel. Temperaturkomfort von 60% Objekt. Heizung. Yeah.
So, was brauche ich noch? Neu im Fundbüro. Ein Glasauge braun. Also ich brauche ein Erholungszimmer. Da viel los sein und scheiße aus. Ich scheue mich nicht, Ihnen die unverblümte Wahrheit zu sagen, liebe Hörer. Es ist im Studio heute ein wenig kühl. Die Heizung ist ausgefallen und das Fenster lässt sich nicht schließen. Ich habe keine andere Wahl, als mit einem exzessiven Überlebenstraining zur Abhärtung zu beginnen. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen. So, jetzt muss ich trotzdem. Jetzt läuft das gleich gegen die Wand. So, brauchen wir eine Heizung. Die frieren die mir scheiße aus fest. Hier kommt bestimmt auch gut herum. Wir bitten Patienten zu warten, bis sie an der Reihe sind. Meine Station. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Bauen wir es gleich früher so. Achso, das Wichtigste habe ich vergessen. Pause nochmal. So, Zimmer haben wir einen Pausenraum. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Reichen. Krankenpfleger. Es geht doch nichts über eine Dose Burp. Und jetzt gibt es Burp sogar in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit 23% mehr Kohlensäure. Öffnen Sie den Mund und lassen Sie es krachen mit Burp. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Two Point. Praxis. Armor. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus.
wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Willkommen zurück an alle Patienten, die uns dank chronischer Krankheiten erneut besuchen. Finanzen. Es wird besser. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Ah, jetzt kommt der Topfer-Idiot. Oh. Schauen wir den Topfer rein. Gerade habe ich entdeckt, dass die Heizung durch salzige Snacks sabotiert wurde. Kein Wunder, dass sie nicht mehr funktioniert. Das ist vermutlich das Werk dieses unhygienischen Anarchisten Harrison Wolf. Ich werde ihm eine gepfefferte Notiz hinterlassen. Das verspreche ich Ihnen. Wenden Sie sich im Falle eines Personalmangels an das Personal. Nehmen wir mal. Den einfach. Ah ja, jetzt sind wir wieder in positiven Zahlen. Jetzt können wir langsam arbeiten.
Ah ja, ich brauche scheinbar noch einen Krankenpfleger. Packt euren Koffer, schnappt eine Gabel und zieht die weiten Hosen an, denn es geht auf Tour mit Chefkoch Ricky. Genau, hier spricht Ricky Hawthorne und heute nehme ich eure Geschmacksknospen auf eine Reise durchs Two Point County mit, bei der ich meine liebsten kulinarischen Kostbarkeiten mit euch teile. Machen wir hier einen Getränkeautomaten auf. Snackautomaten. Drei Bänke. Einmal. Ein Upgrade. So. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ach so, ich habe was Wichtiges vergessen. Ganz Scheiß. Mülleimer. Ach, jetzt brauche ich noch einen Leuchter. Mülleimer wären ganz hilfreich. Oh, ein Leuchter. Tschüss, aber jetzt haben wir noch mal schon den extra Tune. Flemington ist für seine traditionelle Austernsuppe berühmt. Leider entpuppte sich mein Stadtführer als etwas zu altbacken, denn das dort empfohlene Restaurant ist schon vor 35 Jahren umgezogen. Glücklicherweise serviert die Tankstelle, die sich heutzutage dort befindet, ihre ganz eigene fischige Brühe. Da zeigt sich doch wieder einmal, dass man bei Meeresfrüchten wirklich nicht wählerisch sein muss. Die Scheißtür doch hier an. Kann ich das gar nicht sagen in der Klasse. Heile 50 Patienten. Ich vorwärts. Achtung! Seismische Aktivität gemessen. Vorüber.
Effekte. Läuft. So, da können wir würde ich sagen, das Ding hier mal stehen. So. Das ist jetzt mal in die Leuchterei rein. Da will ich basteln, da kommt eventuell noch eine Knochenbruchstation hier. Nein, da brauchen wir mehr. Zimmer. Leuchter. Gerade alarmierende Berichte über ein Erdbeben, das große Schäden an einem örtlichen Krankenhaus angerichtet hat. Ich hoffe, keiner von euch hat sich was gebrochen. Aber wenn doch, seid ihr wenigstens gleich am richtigen Ort. Ich krieg da mal ein Upgrade. Geschwindigkeit hoch. Scheiße, alles geheilt. Okay. Mach die Maschine.
gar nicht so ein großes Ding braucht. Mit vollem Magen lässt sich das Warten ertragen. Bild von der Clownerei. Die Frakturstation vielleicht auch noch mal sehen. Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Na komm, heil die Patienten. Spinner, okay. Ja, wir stehen gleich mal auf. Geisterjäger, ach ja doch, den einstellen. Aber mit. Auf Geisterjäger. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Krankenpfleger. Dann mir gerade der Arzt fragt.
Unser nächster Halt ist in Hogsport bei einem meiner Lieblingslokale, dem Oily Cormorant. Ich kann die hier servierte Variante des Chicken Two Point wärmstens empfehlen. Wie allseits bekannt, erlangte dieses Gericht während der großen Curry-Knappheit von 1823 besondere Beliebtheit. Das Leinsam-Alioli aus Cricket-Schlägerfässern ist ebenfalls einen Versuch wert. Rumrennt und alles macht. Scheiße, wie schnell vorbeigeht. Die Idioten schnell geheilt werden. Also spannend, News zu machen. Scheiße, das funktioniert nur von der Mitte. Ja. Ich kann ich also nur die Toilette bauen. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal zu laufen. Meinen 50. Patienten. Allgemeine Diagnose und irgendein Zimmer. Achtung, ein Erdbeben steht bevor. Sie sagten, er sei zu alt. Sie sagten, er sehe einfach lächerlich aus. Aber wenn die Welt einen Helden braucht, dann zieht dieser Held seine Strumpfhose an. Diesen Sommer kehrt Roderick Cushion zurück als gefährliche Strumpfhose in Gefährliche Strumpfhosen 5. Tödliche Laufmaschen. Das ist Radio Two Point. So, this...
Jemand Wichtiges trifft ein. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ah ja. Krankenpfleger. Gletscher hat. Ein Arzt zur Topferei, bitte. Heizung, sonst erfrieren die mir drauf auf dem Ding. Die kriegen eine Leuchte. Nein. So, Mülleimer. Räucherspeisen sind ja bereits in aller Munde, aber wie sieht es mit Smogspeisen aus? Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine besondere Smogly-Spezialität. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber bekanntlich ist gewöhnungsbedürftig gleichbedeutend mit exklusiv. Und was exklusiv ist, kann ja gar nicht schlecht sein. Ist es rausgegangen? Knall. Idioten. Das ist ein Idioten. Na, du lässt bitte. Schon was zu tun. Klappte.
eine Schlange. TV-Koch, der kann jetzt selbst die Schäschling verarbeiten. Ah, die Grockelbay-Krabbe. Dieses zehnbeinige Wunder und Kronjuwel der hiesigen Gewässer. So ein prächtiges Krustentier, das man sich zu fünf teilen kann, hat schon etwas Faszinierendes. Obendrein ist die Schale überaus nützlich. Ich verwende zu Hause eine als elegante Obstschüssel. Spaß haben. Heizung, nein. Und noch Arzt. Sturm so beknackt, ist wohl schon vorbei. Das ist so sehr. Ja, aber wir dann ganz nicht stören. Lasst uns über den Cirque du Parfait und das gleichnamige halbflüssige Gericht reden. Wer dorthin reist, sollte nichts anderes essen, schon allein um den abschätzigen Blicken der restlichen Gäste zu entgehen, wenn sie einer Speise mit erkennbarer Textur ansichtig werden. Ach, es ist für jeden jungen Pointianer ein ganz besonderer Moment, wenn er zum ersten Mal eine Geschmacksrichtung aussuchen darf. Bei mir war es halb Pistazie, halb Leber und Zwiebeln. Einfach unvergesslich. Scheiß drauf. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Scheiße.
den Ball schneller zu arbeiten. Das ist der Zart. So. Hoffen wir mal, dass das hier abgeht. Sie in den neu errichteten Schickeria-Türmen im Fatzke-Quartier von Pelican Wharf. Unsere exklusiven Wohnungen verfügen über modernste Komfortoptionen des täglichen Lebens. Ein Megamax-Kino, eine Bowlingbahn, 8 Badezimmer, von denen 2 mit vergoldeten Toiletten ausgestattet sind. Und wenn Sie es auf echten Luxus abgesehen haben, werden Sie bei unseren Penthouses fündig. Pelican Wharf. Wir vertreiben die Normalverdiener vom Markt. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das ist Radio Two-Point. Ein Arzt wird in der Tupferei benötigt. So, 1 Million. Jetzt ist das. Ach nö, jetzt bin ich scheiß Clowns wieder. Ich hab schon Rock im Platz. Mau. Scheiße, will ich nicht umsetzen, ich will diese. Also, Bänke wegreißen.
melde ich dich an. Zum Abschluss unserer Reise möchte ich noch das Gemüse aus dem Südosten unseres wunderschönen Countys erwähnen. Leider hat es mich selbst noch nicht dorthin verschlagen. Doch durch meine landwirtschaftlichen Kontakte konnte ich einige Karotten ergattern. Groß wie ein Bein und süß wie sonst nichts. Einfach unschlagbar. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt denken, die kämen aus dem Labor und nicht aus dem Garten. Dickes Lob an die Bauern in Camouflage Falls. Ein Rivale nähert sich dem Krankenhaus. Nee, das bin ich nicht. Scheiß Bank hier. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Wir helfen bei der geringeren Geschwindigkeit machen soll. Krankenpfleger zur Frakturstation bitte. Hallo, ich bin Harrison Wolf und begrüße euch bei Radio Two Point zu einer Sondersendung. Sie wird präsentiert von den Bungle Kids. Hört jetzt erstmal etwas Musik, während ich nachsehe, wo dieses Geräusch herkommt. Clarence.
Warte, stopp. Clowns gesehen. Ah, jetzt läuft es gleich viel besser. Sterne krank, ja, weiß. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Hallo und guten Tag allerseits. Hier kommt euer Wolf mit einem super Kinderprogramm auf Radio Two Point. Als erstes also mal eine runde, hinterlistige Werbung für die ganz Kleinen. In Cheesy Gubbins ist genauso viel Milch drin wie in Milch. Hört sich nicht so an, als könnte das stimmen. Aber wen interessiert das schon? Weil die verschissenen paar Patienten noch. Ich meine, zwei Sterne krieg. Ein Assistent zur Aufnahme, bitte. Assistent, ne? Normale Geschwindigkeit, dann muss man durchsehen. Scheiße aus. Ja.
Wobei, nee. Nicht. Patient. Ich will jetzt Stufe 2 mit 2 Sternen befinden. Der nächste Song geht an alle Krankenhauspatienten raus, die immer noch vom letzten Erdbeben erschüttert sind. Hoffe, eure Organe sind alle noch am rechten Fleck. Der Heirate dürfte es ein Problem sein. Ihr Krankenwert, Krankenhauswert. Aber Lisa, ich mach jetzt Schluss, weil, wie schon gesagt, zwei Sterne müssen rein.